Und damit willkommen zurück zu TSW, zu Trains and Bird. Wir spielen weiter in unserer kleinen Reihe Road to Trains and Bird 2. Wir spielen ein bisschen TSW mit der Baureihe 204. Ich glaube, ich habe letztes Mal sogar 209 den Titel geschrieben. Wurde ich aber freundlicherweise korrigiert. Und wir sind ja letztes Mal hier aufgrund einer Zwangse stehen geblieben, die wir nicht wieder lösen konnten, beziehungsweise hatten wir so ein Dauerpfeifen, was total laut war. Und ich würde sagen, wir fahren jetzt langsam wieder mit SIFA und PZB los und müssen also aufpassen, auf keinen Fall eine Zwangse zu kriegen, weil ich nicht weiß, wie ich dieses Dauerpfeifen wegkriege. So. Ja, wir haben wahrscheinlich die Bremse nicht ganz gelöst, ne? Sonst wird das hier. Ich wundere mich schon, warum es nicht vorangeht. Wir sind ungefähr letztes Mal hier so ungefähr 1,1 Kilometer vom nächsten Haltepunkt vermutlich stehen geblieben. Ich denke mal, das ist nur eine Überholung da hinten. Wir sind nämlich jetzt relativ, soweit ich die Strecke kenne, fast auf dem Berg. Also wirklich so fast oben auf dem Berg. Und werden da vermutlich in dieser Bergstation, also es ist keine Bergstation, das Ding ist wie in der Schweiz. Es ist der oberste Bahnhof am Offenberg. Heigenbrücken heißt er, glaube ich, auf der Strecke. Oder Wiestal? Okay. Ich dachte Heigenbrücken. Naja gut, egal. Da lassen wir wahrscheinlich einen Zug durch. Denke ich mal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da schon abliefern, weil Aschaffenburg ist es noch nicht, da bin ich mir ziemlich sicher. Wir sind den Berg ja noch nicht runtergefahren und wir müssen noch bis nach Aschaffenburg. Also jetzt erstmal weiterfahren. Meter noch, dann erstmal stehen bleiben und dahinter ist auch ein rotes Signal. Dann schon mal in die Bremse gehen, so langsam. Der bremst ja ganz gut, aber jetzt glaube ich, müssen wir uns wirklich ein bisschen anstrengen, hier vernünftig noch zum Stehen zu kommen in den 100 Metern. Gut, dass wir mit dem Güterzug relativ auf die Bremsen können, der beschwert sich ja nicht. Ja, ein bisschen raus wieder, so ein bisschen schnell sogar. Ein paar Meter können wir noch nach vorne. So, ich vermute jetzt gleich lassen wir einfach einen Zug vorbei. So. Na, kommt da hinten was? Noch sehe ich nichts. Er sagt doch, wir dürfen schon weiter, beziehungsweise ich glaube, der denkt, wir fahren jetzt rückwärts. Kommt aber kein Zug von hinten. Ich hätte gedacht, vielleicht kriegen wir eine Überholung. Ich fahre mal ein Stückchen vor. Mal gucken, ob er jetzt das Signal vor uns gleich wieder anzeigt, was noch rosa ist. Bremse voll lösen. Wir haben den noch ziemlich angezogen. Ja, Wechselblinken können wir drin lassen. Dürfen wir uns eh nicht befreien, gerade wegen 1000 Hertz. So, jetzt hat er es. Ja, 500 Meter, rotes Signal. Wir rollen mal ein bisschen weiter vor, dass ich das Signal besser sehe. Also auch das Signal, nicht nur die Markierung hier im Spiel. Bin ja eh so ein Blindfisch. Dann wird das schwierig, das aus der Distanz zu lesen. Und ich höre, was höre ich was? Kommt was? Nö. Ich denke immer noch, dass es gleich eine Überholung gibt, aber ich bin mir nicht sicher.
Wir werden es sehen. Wir dürfen nicht zu weit vor, sonst gibt es gleich Ärger. Vermutlich, sonst kriegen wir eine Zwang so. Naja, komm, ein bisschen können wir noch. Hundert Meter oder so vorher würde ich stehen bleiben. Da kommt was von rechts. Ich wusste es, ja. Den Zug werden wir einfach vorbeilassen müssen. Und wenn er das nächste durch den nächsten Block durch ist, dürfen wir vermutlich dann noch weiter. So, ja, ganz da hinten kann man das Signal schon sehen. Schauen wir mal. Bleibt der stehen? Der steht, ne? Der Zug da hinten auch. Warum steht denn er jetzt hier auch? Okay. Steht der auch vor dem Signal oder so? Oder ist es ein Bahnhof da hinten? Kann das sein, dass das da hinten auch ein Bahnhof ist? Hier war doch gerade erst einer links. Komisch. Weiß ich nicht. Können wir Fenster aufmachen, ein bisschen frische Luft reinlassen. Vielleicht ist es ja auch gerade so warm wie bei uns in Realität. Da brauchen wir auch ein bisschen Frischluft als Lokführer. Ich denke mal nicht, dass direkt J-Lok eine Klimaanlage hat. Vermutlich nicht. Lassen wir ein bisschen Luft ins Führerhaus lassen. Und die ist weitergefahren. Das ist gut. Jetzt müssen wir nur warten, bis unser Signal da vorne mal grün zeigt. Dann kann es auch schon weitergehen. Richtung Aschaffenburg. Ja, genau, das haben wir gedacht. Jetzt müssen wir noch Aschaffenburg. Das Nebengleis. Und ich glaube, wir müssen dann auch nochmal rumrangieren da. Dann zum Hafen runter. Na, wie lange brauchst du bis zum nächsten Abschnitt? Ich kann ja mal ganz kurz auf die neuen schauen. Hier stehen wir. Wo ist der Zug vor uns? Hey. Jetzt, danke. Da vorne. Ja, so langsam müsste ich dann mal meinen nächsten Block fahren, oder? Dass wir auch mal vorankommen. Nö, immer noch rot. Guck mal, was er sagt. Hätte mich auch gewundert, wenn er uns jetzt weiterschickt. Ich würde mich auch wundern, wenn er uns jetzt nicht ein grünes Signal geben kann. Aber eine Signalstörung kann immer mal vorkommen. Deswegen lieber mal nachfragen. Er sagt wieder, er zeigt wieder nach hinten das Signal. Kriegen wir das Signal und weiter geht's. Bremse lösen. Nicht so schnell, 50 Her 500 Hertz Beeinflussung. Sonst gibt das gleich Ärger und Zwangse. Und da ich ja nicht genau weiß, wie ich den Ton bei der Zwangse wegkriege, kann mir jemand auch mal in die Kommentare schreiben, falls wir die Lok nochmal fahren. Wie man hier die Zwangse löst. Das ist richtig seltsam. Also wie normalerweise, dass man die gelöst kriegt, funktioniert nicht. Also bleibt dieser Pfeifton bleibt die ganze Zeit. Und der ist wirklich etwas penetrant. So, 20 Kilometer bis Aschaffenburg. Leistungsstufe nochmal ausschalten. Wie gesagt, wir dürfen aufgrund 500 Hertz nicht zu schnell jetzt hier. Sonst gibt es Ärger. Wenn ich mich nicht irre, 25. Was wir jetzt gerade dürfen. Fast. Und weiter geht's. Aber ist wieder vor uns grün. Alles super.
heißt, der ist schon noch ein Stückchen weiter gefahren. Aber der fährt auch deutlich schneller als wir, bis wir hier rausgerollt sind mit unserem langsamen Güterzug. Das dauert halt alles seine Zeit. Lass mal gucken, wir hatten letztes Mal, glaube ich, 30 Minuten Folge, ne? Das heißt, wenn wir jetzt wirklich zwei Parts rausmachen, 110, haben wir noch fast eine Stunde, glaube ich, vor uns. Ich habe ein bisschen ungleichmäßige Parts, aber ich wollte eigentlich in dieser Folge diese Mission fertig kriegen. So, mal ein bisschen hier Vollschub geben, beziehungsweise jetzt geht es ja bergab, glaube ich, gleich. Oder jetzt sieht man ja schon. Oder? Nee, es geht bergauf. Das sah gerade so aus, als würde es bergab gehen, aber es geht noch bergauf. Ja, stimmt. Optische Täuschung. Nee, geht klar bergauf. Wie komme ich nur bergab? Na ja, gut. Danach, wie gesagt, nach Heigenbrücken müsste es bergab gehen. Können da jetzt auch die Lok mal ausfahren, beziehungsweise bergab werden wir mal gucken, was sie so kann. Ja, Frau Max. Bergauf, der kämpfte schon ganz schön, die 60 zu erreichen hier. Wieder 90. Ich mag diese Waldlandschaft hier. Ist echt schön. Mich regt es halt auf, dass er uns immer ans Ende des Zuges setzt. So können wir nämlich auch nicht Vorbeifahrt nicht genießen von dem Zug. So, wir sitzen immer so am Ende des Zuges. Das ist ein bisschen doof. Oh, das Fenster hier noch offen? Ja, komm mal wieder ein bisschen zu. Ein bisschen leiser hier wieder. Ist auch mal doof für die Audioeinstellung. Muss ich es lauter und leiser stellen, beziehungsweise eigentlich kann ich es auch so lassen. Weil sonst ist es dann ja doof, wenn ich dann extra unterschiedlich laut ist. Und wenn ich dann das wieder verändere von der Lautstärke, ist wahrscheinlich genauso laut, wie das Fenster, wenn das Fenster offen ist und wieder zu, dann ergibt es auch keinen Sinn. Deswegen. Ja. Ist halt nur ein bisschen schade, wenn man dann gar nichts von der Lok hört. Deswegen versuche ich immer so zu schneiden, dass man dann normalerweise auch schon relativ gut den Motorsound mitkriegt. Und wenn ich dann in der Folge das Fenster öffne, dann ist das auf einmal viel lauter.
Deswegen ist das manchmal nicht die beste Idee. Aber bestätigt eigentlich grüne Signale, weil das ist. Ach, ist doch grün da hinten. Warum kriegen wir jetzt hier eine 70, aber 70 angekündigt sind? Ah, okay. Kriegen wir eh noch nicht hin. Alles gut. Wir nehmen mal die Leistung raus. Jetzt geht es, glaube ich, wirklich bergab. Beziehungsweise gerade im Moment noch. Aber gleich dürfte es dann bergab gehen. Ah, das war's. Jetzt haben wir das Pfeifen wieder. Und ich weiß nicht, wie ich es wegkriege. Ich weiß echt nicht, wie ich das Pfeifen wegkriege. Jetzt doch ist es weg. Sehr gut. Also letztes Mal wollte es dann nicht weggehen, aber das war eine Zwangsauce, was wir gerade gekriegt haben. Da habe ich das Vorsignal für die 70 nicht bestätigt. Und da ist das Pfeifen wieder. Jetzt. Dankeschön. Warum geht das jetzt weg und vorher nicht? Naja, gut. Lösen wir nochmal die Bremsen und weiter geht's. Da steht ja noch gerade ein anderer Zug. Ja, vorne noch ein Personenzug. Wenig Güterverkehr, finde ich, für das Szenario. Außer wir. Und jetzt dürfte es gleich. Kommt doch gleich der Tunnel, ne? Nach einem Brücken kommt der Tunnel und dann geht's bergab. Genau. Sind wir doch schon mal gefahren mit einem Autotransporter oder so? Erinnere mich. Das ist, glaube ich, ein Szenario auch gewesen. Alter, das ist laut. Jetzt will ich nicht das Fenster aufmachen, sonst darf ich alles neu einstellen nachher. So, mal gucken, wie schnell wir hier gleich noch werden können. Und mich würde ja immer noch interessieren, was wir als Vermax schaffen. Also die 120, schneller werden wir eh nicht. Also, wenn wir gleich die 120 freigegeben haben, dann können wir die vielleicht sogar ausfahren. Falls wir das dürfen. Eigentlich müssen wir auf die Wagen gucken, aber... Nee, ich würde 100 wahrscheinlich dann noch machen. Können wir eigentlich gleich die Leistung rausnehmen schon, weil es gleich schon bergab geht. Ja, jetzt haben wir schon 0,5 Promille, ne? Nee, Prozent Steigung nach unten. Promille wäre ein bisschen wenig. Prozent Steigung nach unten. Jetzt 2%. Das heißt, jetzt werden wir richtig schön schnell. Deswegen müssen wir jetzt ein bisschen auch aufpassen. Lassen wir ihn einfach rollen. Beziehungsweise bei 100 werden wir dann mal eingreifen, dass er uns nicht zu schnell wird. Reicht Minimum Geschwindigkeit zu halten? Ja, ne? Sieht gut aus. Rollen wir hier mit 96 den Berg runter, das passt. Na, sogar ein bisschen gehen wir dann sogar in die Bremse. Das hätte ich jetzt gar... Oh, ja, ich wollte nicht bremsen. Ich wollte eigentlich lösen wieder ein bisschen.
Noch 13 Kilometer nach unten. Ein bisschen in die Bremse gehen. Bremst man so auf 90 runter und lassen dann wieder rollen. Die Bremsen die ganze Zeit hier im Dauerbetrieb anlassen, das ist nicht gut. Soweit ich weiß. Das ist auch schöne Aussicht hier, ne? Schon spektakulär. Ich freue mich ja schon so auf, da das ganze hier Road to TSW 2 heißt, das ganze Format, könnten wir ja noch ein bisschen über TSW 2 reden. Da mal gucken, wie sich das grafisch verändert. Also die wollen ja updaten ja alle Strecken nochmal und man bekommt dann nach und nach, leider nicht zu Beginn alle Strecken, die es schon in TSW gab, sondern nach und nach in überarbeitete Versionen, die auch umsonst in TSW 2, vorausgesetzt man hat sie natürlich in TSW 1. Dann bin ich mal gespannt, wie die dann aussehen. Und ich bin vor allen Dingen gespannt, hier alle möglichen Züge rüber zu jagen. Beziehungsweise deutsche Züge haben wir ja fast alles. Über die meisten Strecken haben wir ja fast alle deutsche Züge. Aber mit den Szenarios kann man dann ja alles machen. Und dann gibt es ja noch diesen freien Modus, wo du wirklich jeden Quatsch machen kannst. Geh mal wieder in die Bremse. Zehn Kilometer noch. Genau. Das ist immer schön hier einfach rollen lassen den Berg runter. Das spart schön Diesel. Wir hätten sogar 130, das interessiert uns alles eher weniger. Ach, haben wir immer noch die Bremse drin? Ne, ich glaube wir sind wir wieder. Es geht doch noch bergab. Warum sind wir dann noch in der Bremse? Moment. Lösen die mal die Bremse. War die nicht richtig gelöst? Ja, ne? Ja, okay. Lass mal wieder ein bisschen Leistung zuschalten. Aber wir haben noch 9 Kilometer, bis wir dann mal wieder runterbremsen müssen. Schön mit den Häusern hier. Dann welches Dorf war das jetzt hier? Weiß ich gar nicht. So gut kenne ich die Strecke noch nicht. So gut zu Strecken können, das habe ich auf der Strecke noch nicht. Ich bin ja auch. Ich glaube, eine der Strecken, die ich am. Eine der deutschen Strecken, die ich am wenigsten gefahren bin in TSW bisher. Oder? Wohl. So. Alleine bin ich doch ab und zu mal gefahren hier. Aber ich glaube, die anderen bin ich alle mehr gefahren. Auch für mich selber vor allem. Aber werde ich jetzt ab und zu, kann ich ja, könnte ich jetzt ab und zu häufiger fahren, weil wir jetzt ja diese schicke Lokomotive haben, die ich gerade fahre. Diese schicke Diesel-Lok und die würde ich gerne auch öfter mal fahren. Ich meine, das meiste sind wahrscheinlich Rangierszenarios. Ich hoffe ja auch, dass die dann in TSW 2 übernommen wird, weil sonst wäre es ein bisschen schwachsinnig, jetzt die zu kaufen zu haben, aber ich habe noch nichts gehört, was dagegen spricht, dass die übernommen wird. Wenn ich die in TSW 2 habe, kann man die vorne dann überall als Güterszenario einsetzen. Da ist das auch mal ganz cool. So, jetzt sind wir ein bisschen schnell hier. Ja? 6,1 Kilometer noch.
können wir die Lok schon. Muss schon ein bisschen runterbremsen. Aber am meisten freue ich mich halt bei TSW 2 auf den IC. Das wird cool. Ich habe da auch schon eine Idee für eine Reihe. Nicht eine super realistische Reihe, aber ich glaube eine Reihe, die ganz witzig wird. Mit dem ICE. Wird hier so schnell zu schnell, sag ich mal. Obwohl, wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir mit dem Wagen sich sogar 120 hätten fahren können. Aber normalerweise sind so gute Wagen viel auf 100 begrenzt, und da ich mir 100% sicher bin, fahre ich lieber 100, anstatt hier mit 120 durch die Gegend zu heizen. Hey, auch nicht bestätigen müssen, aber gut. Mein Motto immer lieber zu viel als zu wenig. Obwohl ich ja, wie gesagt, vor kurzem herausgefunden habe, dass es sogar irgendwie, also ich, das war so ein Unfallbericht von irgendwas. Und da gibt es so einen Kanal, der das ganz witzig vorstellt. So ein Trinkspiel immer raus macht aus irgendwelchen Unfallberichten, also bei irgendwelchen Zwischenfällen. Bei der Bahn, wo dann, wo es keinen Personenschaden gab, natürlich. Und da hat er auch, hat er unter anderem gesagt, dass es, glaube ich, schon, dass sich das System schon merkt, wenn du unnötig PZB bestätigst. Und, ach, was ist denn jetzt schon wieder? Wo bin ich jetzt schon wieder reingerauscht? 100? Hätte ich doch bestätigen müssen? Ich dachte, dass das wäre eine 100 gewesen. Ja, jetzt, ich hoffe, jetzt sind wir nicht schon wieder im. Weil jetzt krieg ich es, glaube ich, nicht mehr gelöst, ne? Ach komm. Doch, geht. Ich wollte gerade schon sagen. So. Bremsen wir nochmal ganz kurz runter hier. Und dann weiter. Bremse wieder lösen. Und vorwärts. Vorwärts. Und können wir jetzt schon wieder nichts einstellen? Jetzt so. Ja, kommt mit Power wieder. Komm. Dann müssen wir hinten, glaube ich, nochmal umsetzen. Ne? Ich denke mal, wir fahren dann auch zum Hafen runter in Aschaffenburg und wollen dann müssen dann vermutlich nochmal umsetzen, den Wagen. Werden wir sehen. Das ist ein verdammtes Problem. Ich bin da noch gar nicht dran vorbei. Warum?
Also irgendwas stimmt doch mit der Dings nicht, oder? Warum kriege ich denn jetzt eine Zwangse? Na, jetzt hat er es wieder. Gut, er hat sich wieder gelöst. Gut, das funktioniert. Also neu laden, wenn ich diesen Bug habe. Ich vermute, dass es ein Bug ist. Weil, wie, ich verstehe auch nicht den Hintergrund der Zwangse gerade. Überhaupt nicht. War da irgendein Geschwindigkeitsding, was ich übersehen habe? Aber das war doch am Signal. Also vor dem Signal noch richtig seltsam. Ich sehe doch nicht so knapp vor dem Signal. So, weiter geht's. Müssten wir bremsen, ne? Ja, jedes Mal, wenn ich da draufklicke, kriege ich diese. Okay, wir fahren jetzt ohne PZB und SIFA. Wenn es nicht anders geht. Oder SIFA können wir gleich wieder einschalten, aber die PZB spielt irgendwie rum. So, und da bin ich wieder. Ich hatte gesagt, ich schalte die PZB aus, weil die manchmal rumspinnt und wir müssen aufpassen, denn wir müssen in 400 Metern zum Stehen kommen. Dann würde ich schon mal ins Bremsen langsam gehen. Wir sind eh gerade zu schnell, aber ich hatte mich gerade auf andere Sachen konzentriert. Also ich weiß nicht, was das ist, dass die PZB sich mal so festbackt. Also, dass die nicht mehr ausgeht. Und teilweise, vielleicht habe ich die Zwangse auch absichtlich gekriegt vorhin, aber irgendwie kurz vor dem Signal, das hat mich total irritiert, da die Zwangse zu kriegen. Ich sah da jetzt keinen Grund. Was wäre nicht das erste Mal? So. Ein Stückchen noch nach vorne können wir noch. Paar Meter noch und dann können wir zum Stehen kommen und dann müssen wir wahrscheinlich wieder umsetzen, denke ich. So, jetzt können wir wieder in die Bremse gehen. Bisschen drüber hinaus. Was wird er wohl mit 10 Meter noch akzeptieren oder so? Ja, sehr gut. Vier Wagen abkuppeln. Man kann das durch einen Trick machen. Festgestellt, warte mal, wenn das hier noch geht. Nee, geht wahrscheinlich nicht. Nee, geht nicht. Dafür müsste man, wenn man anders rumsteht sozusagen. Dann kann man das so den Trick machen, dass man so die Kamera von hinten auswählt und das einfach dann macht. Sozusagen vom Fahrer aus. Aber wir machen das mal realistisch und steigen aus und machen das. Ist auch besser. So.